Tag, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Bloody Trapland. Wir sind wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, zwar ohne Joshua aufgehört haben. Der kennt diesen Bereich ja noch gar nicht, diesen Screen. Das hat oh mein Gott! Ach, fuck. Weil Joshua war ja genau in dem, als wir letztens, ne, und so, ihr könnt euch erinnern, und da ist sein Grafikkartentreiber abgesackt und deswegen, deswegen holt euch nie AMD-Karten. Genau, deswegen holt euch nie AMD-Grafikkarten. Nvidia forever. Nein, ladet euch den richtigen Treiber runter, der auch für eure Karte ist und nicht den von der AMD.com-Seite. Und dann läuft auch alles. Hä, wie nicht von dem von der AMD.com-Seite? Ja, das hab ich. Das war halt das Problem. Der Treiber hatte halt Fehler bei mir verursacht. Ah, no. Das heißt, der von der offiziellen Seite war scheiße. Ja, genau. Richtig. Der von Gigabyte, wovon auch die Karte gepublished ist, der funktioniert tadellos. Solche Probleme gibt's bei Nvidia nicht. Da lädst du einfach von der Nvidia-Seite und du hast alles perfekt. Ja, ich meine, jetzt noch. Vor allem hast du noch beim Rendern meistens Vorteile, weil CUDA-Unterstützung und sowas, ne? Ja, CUDA. CUDA kann mir mal die Kimmel. Sorry. Mann! Verdammt! Ich will mir das gar nicht vorstellen. Guck mal, was da unten noch alles kommt. Und das musst du alles auf einmal schaffen. Mann, no! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich seh schon. Die. Genau. Pff, direkt in die Säge rein. Kann ich das Ding nicht ablenken für euch? Nein, kannst du nicht. Weil das immer den Vordersten anvisiert. Das heißt, wenn jemand von uns vorne ist, der könnte das ablenken. Dann sag mir mal bitte, wie das funktionieren soll. Ja, ich zeig dir das. Lass mich mal eben alleine rein. Lass mich mal eben alleine rein. Pass mal auf. Ja, wirklich, ich darf euch alleine machen. Ich darf mal so lange. Ah, ah. Okay. Das ist schön, noch das gezeigt. Ah! Nein, ich muss nur den richtigen Timing erwischen. Mann! Achtung. So. Kann das sein, dass die Kanone gegen das Dings ins Blatt gegenschießen muss? Nee, nein. Durch. Na. Nein, 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 nein. Du musst dich hier hinstellen. Da musst du einmal springen. Warte. Springen? Na? Und jetzt in die Kreissäge. Los, Tim! Das ist doof, man braucht genau das richtige Timing, warte mal. Ja! Immer braucht man das richtige Timing. Na, jetzt, Achtung! Na! Du musst, wenn die Säge ganz links. Ich zeig euch das, ich krieg das hin. Versprochen. Ich war schon durch. Aber da bin ich unten. Ich Mann! Glaub, man darf erst hochspringen, wenn die Kreissäge so auf der Position ist. Und dann. Na, fast. Ja, muss man es natürlich auch da durchschaffen. Ja, ich hab. Tazan! Holy shit! Scheiße! Nein! Gleich wie das letzte Mal! Aua! Man muss sich einfach nur die ganze Zeit ducken, wenn das Ding schießt. Guck. Na gut, hier geht das noch nicht. Hier ist noch zu weit. Du musst, wenn du so hier bist. Klugscheißer. Ich werde mal weitergehen. Bist du bald Matsche? Ja, ich weich halt den Geschossen auf. Ja! Aus. Ich versuche es zumindest. Weil zu langsam. Wenn man immer in diese Kreissäge reinspringen muss, so. Na! Na, das morgen nicht. Oh. Ha! Ein Schuss, da! Zusammen machen, dann kann ich euch so einen Vorteil verschaffen. Fuck it. Ah, nein, ich will ducken, nicht springen. Ja, ich merke schon, Ergüsse. Das ist echt super. Oh, ja. Blutige Ergüsse, also. Sagen wir es ja. Da war ja eine Kreissäge. Nein, genau. Aber ihr müsst zugeben, das Spiel ist super. Ja, super frustrierend. Ja. Tja. Aha. Oh. Oh. Vor allem diese leichten Sprünge immer. Ja, gib mir das. Oh. Nein. Da war ja einer! Scheiße, ich glaube, ich warte mal wieder hier, weil. Okay, jetzt erstmal chillen. Jetzt bleibt mal weg eben. Wir bleiben weg. Tassat, nicht bewegen. Ist eigentlich ganz einfach, du musst an den Ventilatoren vorbei und dann mit dem Doppelsprung dich auf die Plattform unten fallen lassen, glaube ich jedenfalls. Nein, das Problem ist ja, ich komme hier gar nicht drunter her. Das ist das Problem. Man muss das, glaube ich, in einem durchschaffen. Weil, wie soll ich denn jetzt hier. Ah, Moment. Das klappt. Der eine ist schwächer oder was? Nein. Oh! Pornomäßig. So, ich frage mich jetzt, wie ich das jetzt weiterschaffen soll, weil guck dir diese Stacheln da mal an.
Und das Ding geht die ganze Zeit in die andere Richtung. Das heißt. Da ist eine zweite Kanone. Was zur Hölle? Wie schnell sind die Dinger? Failure. Also ich hatte die ein bisschen langsamer in Erinnerung. Critical Failure. Oh. Genau beim Stachel. Ich hab mich die Opfer und der Talat, wie dankt das mir? Also nein, wichtig ist, ich glaube, man muss immer springen und sich. Also man muss springen, wenn das Ding schießt und sich dann direkt ducken oder so. Ich glaube, das funktioniert. Wenn du rüberspringst, wenn das Ding schießt und dich dann direkt duckst, weil dann irgendwie der Schuss so. Genau so passiert, ja. Das Ducken hilft nichts. Aber wir dürfen nicht zusammen da rein. Das geht sonst gar nicht. Das muss einer alleine schaffen erst. Das bringt. Ach so, hätte ich mir ducken müssen. Doch, guck mal jetzt. Genau wenn das Ding schießt, muss man einfach rüberspringen, guck. Und dann duckst du dich. Und dann klappt das auch. Ja, vom Timing her. Aber du musst das halt auch dreimal hintereinander so schaffen. Ah! Zu hoch gesprungen, verdammte Kacke. Ah, siehst du? So ein bisschen so. Ducken und springen arbeiten. Ah. Ja? Zu früh. Da war die Kreissäge im Weg, ne? Joshua hat jetzt schon keine Lust mehr. Ne. Ich warte, bis einer von euch das schafft. Nächsten Bildschirm, weißt du. Dann wirst du ja bescheuert hier. Oh. Aber mal kurz zwischen Schuss und Kreissäge drin sein. Es geht sich aus und bei mir laggt's, verdammt. Lag. Ja! Nein, ich bin so doof. Oh. Einfach, wenn du, sobald du nach unten schwebst, nach rechts und links drücken, genau, und dann bist du da. Könnt ihr doch rechts nicht auch? Na, da können wir nicht nach unten. Da bist du wahrscheinlich wieder am Anfang, wenn du das versuchst. Scheiße. Oh. Hui! Hui! Oh. Boah. Okay, jetzt musst du nur zwischen den Stacheln durchspringen, ne? Ja, geht's jetzt mal weiter, ha? Okay. Holy Scheiße. Shit. Nein! Okay. Ich wusste, dass es nicht funktioniert. Was hat er denn gemacht? Ja, ich hab oben drüber probiert, weil wenn ich während's nach oben fährt, spring ich zu hoch. Jetzt wissen wir ja. Nein, wenn die Plattform runterfährt, dann ja nicht. Ja, eben, aber wenn's nach unten fährt, ist die andere Plattform oben. Somit kann ich nicht draufspringen. Und oben drüber springen einfach. Na. Da bin ich an die Decke gedodged und dann. Aber an der Decke dodgt man nicht tot. Ja, eh nicht, aber wenn man dann drunter auf den Stachel dodgt schon. Ah! Oh! Abprallt und dann so schafft man das. Wie kommt ihr so weit? Also immer wenn das nicht schießt, dann springen und direkt zücken und wieder. Ja, genau, das ist aber so ein bisschen tricky, weil. Ah! Tada, weg da! Das ist nur ein bisschen tricky, weil das Problem ist, am Ende ist dieses Timing halt so ein bisschen anders, weil die Kanone halt ganz komisch am Ende schießt. Mann! Weißt du, selbst wenn ich es runtergeschafft hätte, da wäre Tassa wieder im Weg gewesen. Es ist merkwürdig, dass wir das immer so zu zweit so. Ich warte jetzt hier, kein Bock mehr. Yeah, Mann! Geht's doch gar nicht. Schauen wir mal, dann CD vielleicht einmal abwechseln. Oder springen wir die ganz unten rein? Ja! Ja! Ich glaube es nicht. Er hat es echt geschafft? Ja, hat er. Er glaubt, er hat es geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Du glaubst nicht, was so ein Stachel für einen Unterschied machen kann. Ja, ich weiß. Ey, die schießt aber auch immer so komisch, dass man dann immer an diesen Dingen da hängen bleibt, ne? Einfach ganz schnell durch, so zack, zack. Wow. Wow, sehr gut. Er über die Stacheln rübergekommen und an der Kanone vorbei. Ganz einfach. Ei! Oh, das gibt's nicht. Okay, und wie hast du das jetzt gemacht? Wenn's von ganz unten nach oben fährt, springe. Okay. Von ganz unten, wenn's nach oben wieder fährt, dann geht's jetzt genau aus. Ja. Nee. Kleiner Sprung natürlich. Ja, aber egal, es war schon haarscharf. Ja. Ach Joshua, du musst es nicht schaffen, du hast ja Tassad und mich. Ja. Du hast halt auch den Nachteil, du hast kein Gamepad. Mann! Das sehe ich als großen Nachteil, wenn man kein Gamepad hat, weil diese leichten Sprünge für dich auch irgendwie viel schwerer sind. Ja. Höchstens, wenn er mechanische Tastatur hat. Die leichten Sprünge sind echt schwer, deswegen schafft Tim sie auch nicht.
Siehst du? Nee, eben habe ich ja nicht versucht, einen kleinen Sprung zu machen. Ich dachte, wenn ich einen großen Sprung mache, dann schaffe ich das, wenn ich da oben. Los, geht ein kleiner Sprung. Ah, grüezi wohl. Schaut ein bisschen so göttlich raus, wenn man ihn schafft. Ja, aber jetzt haben wir ja einen, der es geschafft hat. Wenn wir jetzt keinen Bock mehr haben, können wir einfach weiter. Und wir werden immer einen haben, der es schafft. Nie einen Joshua. Nee. Der Joshua hat es auch schon mal vor uns geschafft. Ich gehe ins Ziel! Ja. Ich bin opfern, aber Tim springt in die Stadt. Oh. Wir kommen nicht ins Ziel, die Strömung ist zu stark. Ah, fuck. Das Schlimme ist immer, es gibt, bei dem Spiel ist das so, ich glaube, das ist sogar bis zum Ende so. Du hast am Anfang eine Stelle, die extrem scheiße schwer ist und dann am Ende kommen dann die leichteren Sachen. Weil ich meine, du hast ja gesehen, so schwer ist das am Ende gar nicht, wenn man weiß, wie man es machen muss. Naja. Hui, das war knapp. Nein. Ich hab vergessen, in welche Richtung das Band geht. Ja, ist das am Ende nicht? Ich hab vergessen, in welche Richtung das Band geht. Und hab dann natürlich in die falsche Richtung gemacht. Ich will auch mal! Will auch mal! Jo, Obelix ist schon klar. Das ist nicht Obelix, der das sagt, sondern Majestix. Ah, Majestix, stimmt. Tassa, ehrlich, du tust immer so, als wärst du mega der Klugscheißer, bist du aber nicht. Danke, welcher Idiot hat denn da die Torte geworfen? So, ja, also jetzt? Genau. Einen leichten Sprung. Ah. Mann, okay. Ich sehe schon, dass wir Tim töten. Das soll ich schaffen. Los, Tim, du über den Stachel drüber. Wie war das jetzt nochmal gleich? Wie geht das? Ohne Witz, wenn ich über den Stachel drüber springe, lande ich in der Tür, Tassa. Du schaffst es wieder mal drüber. Einfach fallen lassen. Genau. Zack, so. Und jetzt guidet ihr mich mal hier durch. Wir können dich nicht guiden. Du hast doch gesehen, wie wir es gemacht haben. Du musst gucken, dass du es irgendwie so... Ja. Wie er zurückspringt, ey. Weißt du, der erste Stachel, den komm ich nicht drüber, aber der zweite nicht. Hast du echt kein Gamepad, was du anschließen kannst? Nein, ich kann das mit einer Tastatur auch besser, sowas. Stimmt, du hältst die Tastatur halt wie einen Controller in der Hand, ne? Ja, tue ich. Stell mal richtig geil für so ein Logitech G19 oder sowas ist ein Controller. Ja. Siehst du, jetzt habe ich sogar schon zwei Stachel geschafft. Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Es wäre Wii U-Controller, der hat sogar Bildschirm. Ja, genau. Mann, ich schaffe es nie an dem dritten Stachel vorbei. Ich sehe schon, dass sie wieder rausfällt. Siehst du es? Ja, du siehst es. Ich sehe das, Joshua. Ja, aber dann verrat mir mal, warum ich das nicht schaffe. Du bist zu hektisch. Du siehst doch, dass ich immer bei dem letzten Stachel so kurz stehen geblieben bin und die Kanone einmal geschossen haben lassen habe. Einmal geschossen lassen habe. Das Problem ist ja auch, die Kreissäge ist halt schneller als du. Also die ist eigentlich genauso schnell wie du, aber du musst halt gucken, dass du irgendwie das mit der Kreissäge so timest, dass du genau dann, wenn du unten bist, das Ding schießt und die Kreissäge über dich hinweg geht. Und dass du dann weiterspringen kannst. Das ist ein bisschen doof. Genau so. So musst du das ungefähr timen. Ideal ist, wenn die Kreissäge vor dir ist. Das heißt, wenn es grob bei der ersten Stachel vorbeigefahren ist. Ja, beim ersten Stachel, also so. Genau. Ah, Manno. Dann hast du am meisten Zeit. Du wärst dir noch zwischen zweiten und dritten Stachel ducken müssen, aber das geht sich normalerweise mit dem Sprung aus. Manchmal, wieso komme ich jetzt nicht mehr an dem ersten Stachel vorbei? Jetzt, da hättest du zum Beispiel springen müssen. Hast du eine mechanische Tastatur? Ich weiß es nicht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Ja, weil dann wären die kurzen Sprünge richtig schwierig. Ich weiß nicht, ist eine mechanische Tastatur, hat die nicht sowas wie Druckpunkt, sodass man so ganz kurz nur drauf drücken kann? Mei. Ich verstehe auch nicht, was manche Leute an einer mechanischen Tastatur so viel besser finden. Ich mag die Rubber-Dome-Tastatur. Eine mechanische Tastatur hält länger, was aber vollkommen egal ist, weil eine normale Tastatur auch 15, 20 Jahre hält, wenn man drauf aufpasst. Richtig. Und wenn man da nicht unbedingt wie ein Verrückter mit den Tasten umgeht. Ja. Du musst mal Joshuas WASD-Tasten sehen. Die sehen richtig krass aus. Auch schon so abgenützt. Ja, bei mir ist eigenartigerweise die Q-Taste am meisten abgenützt. Wahrscheinlich, weil ich da bei WoW ständig das Ziel wechseln tue. Ich schaff's nicht, ich komm nicht zur Tür hin. Guck mal, du überholst mich sogar noch. Und jetzt rennen zurück. Zurück funktioniert's irgendwie nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Bei mir geht's nur nach links. Du hast auch einen Xbox-Controller, ne? Ja. Nach links geht das, aber nach rechts hat der irgendwie eine andere Dead Zone. Ja, immer ist die Dead Zone sowieso immer anders einstellen. Die ist viel zu empfindlich. Man kann die Dead Zone noch gar nicht einstellen. Sicher, komm mal. Ja, wenn man X-Padder benutzt. Nein, kostet direkt bei Windows, oder nicht? Nee. Ich meine, ich benutze X-Padder, aber kostet direkt bei Windows, ja? Meine Herren, ich komme an zwei Stacheln vorbei. Wieso nicht am dritten? Warum nicht? Das war ducken. Wieso ducken? Was willst du von mir? Geh weg! Du stinkst! Guck mal, ich benutze dich als Plattform, um da hoch. Ja, hör auf damit! Hör auf damit! Du siehst aus wie ein Hase, wenn du dich so duckst. Ich weiß, weil Schlapper an der Hoffnung. Richtig. Artigerweise ist. Das haben wir das letzte Mal schon rausgefunden. Sieh. Das kann nicht wahr sein, ehrlich nicht. Aber du musst nur was sagen, dann gehen wir weiter. Wo? Oh nee, Forst! Glaub das nicht, ehrlich. Eigentlich hätten die Kanone volle Kanne getroffen, aber irgendwie ist die Kugel durch ihm durchgeflogen. Oder mit der Schmusedecke abgewehrt wahrscheinlich. Also, 3 Minuten hast du noch, dann ist die erste Folge zu Ende. Du, Tim? Ja? Ich mache jetzt einmal so eine Special-Folge von Pokémon, gell? Ja. Mittlerweile habe ich 48 Folgen durchgesehen und habe in da 6 Fehler gefunden. Was denn? Schau mal, er 6 Filmfehler in der Serie. Ja, sag sie mir, ich will sie mir nicht angucken. Naja, ich habe mir jetzt nur Stichworte aufgeschrieben, dass ich schnell wieder finde. Also Episode 2 war bei Ho-Oh irgendein Fehler. Bei Episode 9 war bei Sarzenia irgendein Fehler. Bei Episode 14, das weiß ich noch, hat Pikachu einen Donnerstein berührt und sie nicht entwickelt. Ja, ein Pokémon kann das auch ablehnen, sich zu entwickeln. Nicht, wenn er mit einem Stein entwickelt wird. Bei Episode 17 war irgendwas mit Fleckmon. Bei Episode 23, da hat Rocco gesagt, dass die Arenaleiterin Sabrina Geist-Pokémon einsetzt, was ein totaler Blödsinn ist, weil Psycho-Pokémon einsetzt. Und bei Episode 25, das weiß ich auch noch, das habe ich vor kurzem erst gesehen, da haben sie Reisbällchen als Donuts bezeichnet. Jetzt muss ich nur noch 800 Folgen durchschauen und dann mache ich ein Special-Fehler-Video. Dann machst du einen Pokémon-Sins. Genau. Du musst es aber auch mit einem Video belegen, sonst ist es ein bisschen langweilig. Natürlich, deswegen habe ich mir alles im Büchlein aufgeschrieben, wo ich dann alles zusammenschneide. Oh, jetzt geht's los. Ich komme nicht über diesen dritten verfickten Stachel hinweg. Ich geh mal küssen. Guck dir das an, guck es dir an. Über die ersten beiden kein Problem, über das zweite, über das dritte, nein, da klatsche ich immer gegen. Ja? Mhm. Gottes Willen, ist das behindert, ey. Jetzt komme ich nicht mal mehr über den ersten, weil ich wahrscheinlich zu doll auf die Tasten haue. Weißt du, das muss einfach genau passen mit der Kreissäge, sonst springe ich da rein, wenn ich das nächste Mal versuche, der Kugel auszuweichen. Richtig. Oder du springst in die Kugel rein. Kann doch nicht wahr sein, dass immer nur ihr alles schafft und ich überhaupt nicht. Ja, war klar. Die! Ja. Wie gesagt, die ersten zwei Stacheln kein Problem. Du wärst da fast über die Kreissäge gesprungen. Ja. Kind hat es mal probiert, vielleicht geht's. Da wurde dein Zeh getroffen, dann explodiert eine Katze. Gut zu wissen. Wenn man Katze in den Fuß schießt, dann explodiert es. Das passt nicht. Man muss. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Timing-technisch. Es passt, es reicht nicht von der Zeit. Atme mal durch. Du stresst dich irgendwie viel zu viel. Du hast jetzt schon ein Agro-Level, was wir das letzte Mal erst im dritten Part gehabt haben. Kann doch nicht wahr sein, echt nicht. Aber er hat Ansporn noch. Willst du dir deinen Antrieb jetzt wirklich schon im ersten Level-Screen kaputt machen? Die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.